Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es in dem Video um eine Diagnose, Probleme, Krankheiten bestimmter Motoren, wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, dass man halt keine Katze im Sack kauft. Das alles werden wir so ein bisschen in dem Video besprechen. Und zwar, der Kunde hatte das Glück, dass er nicht so ganz weit weg von uns entfernt ist und ist mit dem Fahrzeug hergekommen, was er vor kurzem gekauft hat. Und dieses Fahrzeug haben wir hier vor Ort geprüft. Es ist ein Benziner und bei dem Fahrzeug haben wir verschiedene Komponenten getestet, damit er einfach weiß, was ist mit dem Fahrzeug los und damit er möglichst lange ungehindert und ohne teure Reparatur mit dem Fahrzeug fahren kann. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen, bieten wir auch eine Fernwartung an. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows und wir können uns auf das Fahrzeug einloggen und die einzelnen Komponenten prüfen, ob das beim Diesel ist oder beim Benziner, egal welcher BMW, dass man einfach weiß, was man kauft, wenn man was kauft. Und dann hat man eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, kann man sagen, hör mal zu, die und die und die Probleme hat das Fahrzeug, mich wird das so und so viel kosten, was kannst du mir preislich machen? Oder wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug habt und denkt, soll ich das noch ein bisschen länger fahren oder lieber verkaufen, bevor das teuer wird, kann man alles prüfen. Bei der Prüfung schicken wir euch von jeder Komponente, die wir prüfen, Bilder per WhatsApp oder einen anderen Messenger-Dienst mit einer Sprachnachricht, was das bedeutet. Und wenn es irgendwo Handlungsbedarf besteht, dann könnt ihr jemanden in der Nähe suchen bei euch, der das Problem kostengünstig beseitigt, bevor es sehr teuer wird. Und am Ende telefonieren wir und ihr bekommt auch eine sozusagen Zusammenfassung, was man oder was wir empfehlen, da und da zu machen. Wir werden jetzt einmal mit dem Video Stück für Stück die einzelnen Komponenten mal durchprüfen, dass ihr eine Idee habt, wie weit man tatsächlich bei den neuen oder aktuellen, aber auch bei älteren Fahrzeugen reingehen kann, was man alles prüfen kann. Ihr werdet wirklich begeistert sein, weil so überlässt man nichts dem Zufall. Man kann tatsächlich jede Komponente prüfen und man muss es auch nicht dazu kommen, dass man irgendwann sehr viel Geld bezahlen muss. Denn Komponenten zum Beispiel wie ein Katalysator kostet 2.500 Euro, Partikelfilter genauso. Die Injektoren oder Einspülsüsen kosten sehr viel Geld und müssen oft im Ganzen getauscht werden. Das heißt, man kann nicht nur eine tauschen, sondern man muss halt alle 4, 6 oder 8 tauschen. Und auch andere Komponenten wie ein AGR-Kühler, eine Ansaugbrücke, ist alles nicht günstig. Und über die Diagnose prüfen wir alles und ich zeige euch mal, wie weit man das gehen kann. Also, wir fangen mal erstmal an, alles zu prüfen. Wir fangen erstmal an mit dem Partikelfilter. Der Partikelfilter ist eine sehr wichtige Baustelle und zwar, weil der Partikelfilter sitzt hinter dem Turbolader. Ist der Partikelfilter zum Beispiel voll, hat der Turbolader immer einen zu hohen Abgasgegendruck bzw. einen Gegendruck, gegen den er anarbeitet. Der geht irgendwann dadurch kaputt. Bei dem Partikelfilter funktioniert mit Sensoren. Wie ich das schon so ein bisschen erklärt hatte, ist ein Sensor kaputt, dann versteht das Auto nicht, ich muss den Partikelfilter reinigen. Weil die neuen Fahrzeuge funktionieren so, dass sie den Partikelfilter reinigen müssen, erst dann, wenn es notwendig ist. Das heißt, der Partikelfilter wird gemessen, wie stark ist er beladen und erst wenn er stark beladen ist, erst dann wird er gereinigt. Bei den älteren Fahrzeugen der ersten Generation des Partikelfilters wurde eine Regeneration zyklisch gemacht. Das heißt, nach allen 500 Kilometern zum Beispiel jetzt, oder wenn das Auto auf der Autobahn war, dann hat er immer ein bisschen gereinigt. Hier ist es leider anders. Damit wir vernünftige Werte des Partikelfilters haben, müssen wir jetzt 3 Minuten warten, bis er den Partikelfilter sozusagen anfängt überhaupt zu prüfen. Wichtig ist die Werte, die wir gleich hier sehen und wichtig ist auch die Rußmasse des Partikelfilters, die wir uns angucken. Diese ganzen Sachen, die müssen halt auch zusammenpassen. So, wir prüfen jetzt den Partikelfilter. Wir sehen zum Beispiel, im Leerlauf ist der maximale Wert 35. Wir haben hier einen Wert knapp von 8. Das heißt, die Beladung des Partikelfilters ist in dem Fall unter 10%. Hört sich an sich super an für eine solche Laufleistung von um die 200.000 Kilometern und 11 Jahren. Aber das kann auch täuschen, weil so ein Sensor kann natürlich nach 11 Jahren auch kaputt gehen. Deswegen prüfen wir jetzt auch die Beladung des Partikelfilters oder den Abgasgegendruck bei 2000 Umdrehungen und gucken uns jetzt einmal die Werte halt an. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben eine Beladung von ungefähr 30%. Das ist realistisch, ne?
dass es passt. Wichtig ist auch, dass wir uns anschauen, wann der Partikelfilter das letzte Mal regeneriert hat und wie hoch ist die berechnete Rußmasse. Weil wenn die natürlich sehr hoch ist, dann sind diese Werte halt, die wir jetzt gemessen haben, nicht realistisch. Weil der Sensor wird, der sagt uns ja den Abgasgegendruck. Wenn der Sensor zum Beispiel dicht ist, nach 11 Jahren, dann sind die Werte, die er uns anzeigt, natürlich halt auch nicht echt. Deswegen gucken wir uns zum Beispiel auch die Werte der Rußmasse an und wann er das letzte Mal regeneriert hat. Diese Bilder bekommt ihr dann entsprechend auch per WhatsApp oder einen anderen Messenger-Dienst, den ihr habt, und auch eine Sprachnachricht, das, was ich euch jetzt so halt so erklärt habe. Als nächstes schauen wir uns die Injektoren an. In dem Fall haben wir einen Vierzylinder. Der Vierzylinder hat natürlich auch 4 Injektoren. Das Problem bei BMW ist, dass wenn ein Injektor kaputt ist, kann man oder darf man nicht, ist vom BMW so vorgeschrieben, nicht nur einen Injektor tauschen, sondern man muss alle tauschen. Das ist wahrscheinlich nicht, weil BMW sehr viel Geld verdienen möchte mit Injektoren, sondern weil die Injektoren haben verschiedene Revisionen. Das gibt verschiedene Versionen der Injektoren und die sind untereinander nicht kompatibel. Deswegen macht das halt Sinn, lieber das Geld zu sparen für teure Injektoren und auch die Injektoren nicht überholen zu lassen, weil die Überholung, man weiß immer nicht, wie gut sind die überholt und man kann das nicht vernünftig prüfen, sondern die Injektoren im guten Zustand zu belassen. Deswegen prüfen wir jetzt die Injektoren und wenn wir zum Beispiel sehen, die sind nicht in Ordnung, dann gibt es Maßnahmen, die man machen kann, um die wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Weil wenn die Injektoren zum Beispiel tropfen, dann können die in den Kolben ein Loch reinbrennen. Und das ist dann halt ein Motorschaden, der sehr, sehr viel Geld kostet. Als nächstes prüfen wir einmal die Dreiklappen. Bei den Dreiklappen ist das halt so, der Motor arbeitet mit Luft, Kraftstoff und Abgas. Das heißt, alte Abgase werden dem Motor zugeführt und sorgen dafür, dass wir natürlich weniger Emissionen am Ende von rauskommen. Ich zeige euch einmal kurz so eine Ansaubrücke. Kommst du einmal her? So, hier sieht man zum Beispiel eine Ansaubrücke und dann hier sieht man auch diese Dreiklappen. Die prüfen wir gleich. Man sieht, die sind zum Beispiel verrußt, je nachdem, was das Fahrzeug halt gelaufen hat. Und die können wir prüfen, ob die klemmen. Weil wenn die klemmen, ist das blöd, weil die Dreiklappen sind wichtig für eine erfolgreiche Regeneration des Partikelfilters. Und wenn die zum Beispiel klemmen, das sollten wir halt sehen. Hier sehen wir zum Beispiel 2 Linien, eine blaue und eine rote. Die rote ist die Soll-Kurve, die blaue ist die Ist-Kurve. Man sieht, dass die Dreiklappen bereits klemmen. Der Kunde hat die Ansaubrücke bereits reinigen lassen, deswegen klemmen die jetzt nicht extrem, aber man sieht, die Reinigung der Ansaubrücke ist eine Sache, die halt nicht für ewig ist, sondern die Ansaubrücke, die setzt sich natürlich halt zu, weil die Verbrennung funktioniert natürlich so, dass immer Abgase zugeführt werden. Man kann das natürlich so modifizieren, auch aus der Ferne, dass man die maximal erlaubte Frischluftrate anpasst. Das ist auch aus der Ferne möglich. Dann habt ihr 30% weniger Abgase, was dem Motor zugeführt wird. Das ist halt keine Sache für immer, aber es hilft natürlich zumindest das Problem etwas weiter nach hinten zu schieben. Man kann natürlich die AGR auch komplett deaktivieren. Das ist natürlich nicht legal. Ne? Das heißt, wichtig ist nur, wenn ihr zum Beispiel auf die Idee kommt, die AGR zu deaktivieren, muss man verstehen, dass wir eine Verbrennung haben aus 3 Komponenten. Diesel, Luft und Abgasen. Wenn ihr die Abgase entfernt, muss man die Menge der Luft entsprechend der fehlenden Abgase anpassen. Und die sind dynamisch und das ist sehr, sehr kompliziert. Deswegen liest man auch oft in den Foren, dass nach einer Deaktivierung der AGR der Motor noch schlimmer läuft als vorher. Dass der Partikelfilter sich zusetzt, dass das Fahrzeug einfach zu fett läuft. Natürlich, weil jeder Tuner an jeder Ecke kann euch die AGR deaktivieren. Aber die Programmierung so anzupassen, dass das fehlende Abgasvolumen mit Frischstoff kompensiert ist, das könnten in Europa vielleicht 2, 3 Programmierer, weil diese Menge ist dynamisch, die ist nicht permanent die gleiche. So, wir haben hier die Versottung der Ansaugkanäle geprüft. Hinter der Ansaugbrücke ist sozusagen, sind die Ansaugkanäle, wo die Ventile sind. Und wir haben bei verschiedenen Drehzahlen haben wir geprüft, wie viel Volumen haben wir noch im Motor übrig. Und diese Werte sehen wir hier. Wir haben 30 bis minus 3 sind die maximalen Werte allgemein. Und dann sehen wir hier Werte in verschiedenen Drehzahlen. In dem Fall haben wir ungefähr, ist das Volumen
um die 30% schon dicht. Das heißt, da, wo normalerweise Luft sein sollte, haben wir jetzt einfach Versottung der Ansaugkanäle. Ist natürlich klar, das Fahrzeug ist hier 11 Jahre alt. Wie gesagt, BMW macht normalerweise eine Reinigung der Ansaugbrücke und eine Walnussschalenreinigung der Ansaugkanäle. Da liegt man preislich um die 2.500 bis 3.500 Euro für diese Thematik und das Problem kommt irgendwann wieder. Als nächstes prüfen wir hier das, was ich gesagt habe, die berechnete und gemessene Luftmasse, inwieweit die voneinander abweichen. Das heißt, und das kann man hier auch wiederum bei verschiedenen Drehzahlen prüfen, wie stark der Unterschied halt ist und entsprechend halt gegensteuern. In dem Fall haben wir noch eins der älteren Fahrzeuge mit Euro 5. Das heißt, wir haben noch etwas weniger Abgase, was dem Motor zugeführt wird. Bei dem Fahrzeug mit Euro 6 ist das natürlich noch extremer, weil die Fahrzeuge müssen ja noch sauberer sein. Als nächstes prüfen wir eine ganz wichtige Sache, und zwar den AGR-Bypass. Und zwar zum Verständnis, bis der Motor warm ist, werden dem Motor permanent Abgase zugeführt über den AGR-Bypass, bis er eine Temperatur von 50 Grad Celsius erreicht hat. Und bis er soweit ist, werden dem Motor permanent Abgase durchgeführt oder zugeführt. Das prüfen wir gleich. Ihr seht, die Drehzahl ändert sich. Was prüfen wir genau, ist folgendes. Kannst du einmal kurz mitkommen. Und zwar, wir haben hier den AGR-Kühler und hier ist der AGR-Bypass bzw. das AGR-Bypass-Ventil. Hier arbeitet das Ding. Das Problem ist, hier drinnen haben wir sehr viel Ruß und so viel Dreck. Und das alles wird einfach nur über Unterdruck angesteuert. Wenn natürlich das Ding sich zusetzt, wie zum Beispiel die drei Klappen, dann hat der Unterdruck, Schlauch bzw. das Ventil, viel mehr zu arbeiten. Und irgendwann schafft er es einfach nicht mehr, gegen diesen Widerstand anzuarbeiten. Und das ist halt, was wir prüfen. Weil wenn der AGR-Bypass nicht richtig funktioniert, hier sieht man, wie er die ganze Kurve abfährt. Hier werden verschiedene Komponenten sozusagen aktiviert, um die echten Werte uns anzugucken. Wenn die Werte, wenn der AGR-Bypass in der falschen Position immer offen ist zum Beispiel oder halt die ganze Zeit irgendwie geschlossen, dann haben wir auch falsche Werte. Falsche Werte zum Beispiel auch des Ladedrucks. Da haben wir zu wenig Ladedruck und dann haben wir auch das Problem zum Beispiel, dass der Partikelfilter uns falsche Werte anzeigt. Das muss man im Gesamten einmal schauen und hier haben wir das Ergebnis und man sieht zum Beispiel in dem Fall ist der Abgasgegendruck in Ordnung und der AGR-Bypass funktioniert. Eine weitere sehr wichtige Geschichte ist bei diesen Fahrzeugen das Automatikgetriebe. Bei dem Automatikgetriebe kann man anhand der Adaptionswerte sehen, in welchem Zustand ist das Automatikgetriebe und was ist die richtige Maßnahme dafür, damit das halt möglichst lange hält. Dafür haben wir hier einmal Kupplungsverdrücke und Schnellfuhrzeiten und die sagen uns, wie ist das der Zustand des Automatikgetriebes an sich. Aber in dem Fall gehen wir einmal aufs Automatikgetriebe an. Leider ist es halt so, dass viele Kunden uns anrufen, nachdem sie eine Getriebegespülung gemacht haben, weil sie dachten, sie tun dem Getriebe was Gutes und haben dann noch länger was davon, dass sie danach Probleme bekommen haben. Natürlich ist das verständlich und darum werde ich in diesem Video auch eingehen, dass das passiert ab einer bestimmten Laufleistung oder ab einem bestimmten Zustand. Andere Kunden haben leider das Problem, dass zum Beispiel ein Getriebe kaputt geht, obwohl es bis zum letzten Moment perfekt geschaltet hat. Deswegen ist das bei dem Getriebe als auch Motor leider so, dass ein Schaden sich nicht ankündigt. Man kann das nicht vorhersehen. Aber man kann das so vorhersehen, dass man sich die Adaptionswerte von dem Automatikgetriebe anguckt. Denn anhand dieser Werte sieht man, wie ist der Zustand von meinem Getriebe und gibt es da irgendwo Handlungsbedarf oder halt nicht. Anhand dieser Werte haben wir hier einmal Kupplungsverdrücke und einmal Schnellfühlzeiten. Und gehen wir mal auf dieses Fahrzeug ein. 145.000 Kilometer, 11 Jahre alt. Wir sehen, wir haben hier leider bei den Kupplungsfühldrücken einen Druckverlust. Das heißt, das Getriebe hat nicht mehr den Druck, den es haben soll. Der Druck pfeift irgendwo ab. Man stellt sich einen Gartenschlauch vor, ihr habt irgendwo eine Bewässerung und irgendwo hat der Gartenschlauch ein Loch. Dann hat natürlich diese Bewässerung am Ende nicht mehr den Druck und macht den ganzen Rasen nicht mehr genauso nass, wie er sein sollte. Ähnliches Prinzip halt hier. Ich gehe einmal ganz kurz auf das
Konzept ein, Getriebe. Das mache ich in der Regel in jedem Video zum Thema Getriebe. Deswegen, wenn ihr das schon kennt, könnt ihr gerne überspringen. Das Getriebe an sich ist ein hydraulisches System. Das heißt, durch Öldruck werden die Gänge geschaltet, indem die Kupplungslamellen zusammengedrückt werden. Die Kupplungslamellen sind alle hier verbaut. Hier haben wir verschiedene Kupplungspakete. Und dieses Teil sitzt im Getriebe selber. Das Getriebe hat eine Ölpumpe. Das heißt, wir haben permanent einen Öldruck. Der Öldruck wird in die Mechatronik geleitet. Das ist die Mechatronik, die sitzt im Getriebe, und die Mechatronik inklusive Steuergerät sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Die Mechatronik leitet sozusagen je nach Bedarf das Öl in verschiedenen Öffnungen des Getriebes, und das sorgt dann dafür, dass der jeweilige Gang, den wir haben wollen, auch geschaltet wird. So das grobe Prinzip. Der Druckverlust. Wo könnten wir einen Druckverlust haben und warum ist der Druckverlust schlecht für uns? Haben wir irgendwo einen Druckverlust, dann haben die Lamellen zwar schon einen Druck, den sie bekommen, aber der ist noch nicht stark genug, dass sie haften. Und in der Zeit, wo sie noch nicht haften, schleifen die einander und irgendwann ist die Beschichtung kaputt. Wo können wir einen Druckverlust haben? An verschiedenen Bereichen. Das heißt, wenn wir einen Druckverlust haben, kann zum Beispiel Druckverlust sein zwischen Getriebegehäuse und der Mechatronik. Da haben wir solche Gummidichtungen. Und die verschleißen irgendwann und sorgen dafür, dass der Öldruck nicht mehr durch die Dichtung läuft, an denen vorbei. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist zum Beispiel, dass der Druckverlust in der Mechatronik ist. Es kann zum Beispiel sein, dass die Dichtplatte beschädigt ist. Das heißt, zwischen den beiden Hälften haben wir eine Dichtplatte, die kann zum Beispiel eine Beschädigung haben. Dann könnte man die tauschen. Ein großes Problem, was wir immer häufiger sehen, dass der Druckverlust in der Mechatronik selber ist. Das heißt, entweder wir haben hier sehr viel Lamellenabrieb, den man bei einer Spülung nicht rausbekommt. Das heißt, nur wenn man die Mechatronik zerlegt und per Hand reinigt, kriegt man den auch sauber. Und dann haben wir hier eine saubere Mechatronik, wo diese Kolben sich ohne große Probleme bewegen können. Ja? Oder, was auch manchmal passiert, dass wir in der Mechatronik einen Druckverlust haben. Das heißt, wir können die Mechatronik auf Kompression prüfen, die Kompression zwischen den Kolben und dem Gehäuse, und dann weiß man, ob hier ein Druckverlust ist, der zum Getriebeschaden führen wird oder nicht. In dem Video werden wir euch etwas später zeigen, wie wir das machen und wie wir die Mechatronik halt auch sozusagen instand setzen. Aber was mache ich zum Beispiel bei einem Fahrzeug, wie das hier? Wir haben hier zum Beispiel 11 Jahre altes Fahrzeug mit knapp 150.000 Kilometern. Und wenn der Druckverlust nicht groß ist, oder warum ist bei so einem Fahrzeug auch generell eine Spülung keine gute Idee? Nicht umsonst haben viele Kunden oder viele BMW-Fahrer, die eine Spülung gemacht haben, oder auch Mercedes-Fahrer, egal, nach einer Spülung ein schlechteres Schaltverhalten als vorher, weil der Lamellenabrieb, der geht zwar nicht aus der Mechatronik raus bei einer Spülung, aber der verlagert sich von einem Bereich zum anderen. Und dann schaltet das Getriebe auf einmal ganz anders, weil das Getriebe mit den Adaptionswerten darauf nicht eingestellt ist. Deswegen wollen wir diese ganzen Kopfschmerzen nicht haben. Deswegen die richtige Maßnahme wäre, bei einem Fahrzeug, wo der Druckverlust auch relativ klein ist oder kein Druckverlust ist, weil das Auto zum Beispiel viel Autobahn gefahren ist, trotzdem die Mechatronik auszubauen, komplett zu reinigen, dass der ganze Lamellenabtrieb verschwindet, die Dichtplatte neu zu machen, die Dichtungen neu zu machen und zu spülen. Das ist eine Wartung, die sinnvoll ist ab einer bestimmten Laufleistung oder halt Alter. Deswegen muss man immer halt auch mit Sinn und Verstand die ganzen Sachen halt betrachten, damit das Getriebe einfach möglichst lange hält. Weil diese Fahrzeuge wird es irgendwann nicht mehr geben. Und mehr Menschen, merkt man einfach, sie sind oder wollen vielleicht auch diese Fahrzeuge länger behalten. Weil man weiß nicht, was mit der ganzen E-Mobilität, wo das Ganze hingeht. Und hier weiß man, was man hat. Wenn ihr mit sowas Erfahrung gesammelt habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir zeigen euch erstmal, wie man so eine Mechatronik prüft und wie man die instand setzt. Leider ist das so, dass die Getriebehersteller natürlich die Getriebe so bauen, dass sie nicht für immer halten sollen. Deswegen gibt es auch Sollbruchstellen. Das ist zum Beispiel eine Sollbruchstelle. Und zwar, wir haben hier Kolben. Das ist ein neuer Kolben und das, so sieht der Kolben aus nach ein paar Jahren. Das heißt, das Gummi ist eingedrückt. Es gibt aber mittlerweile Firmen, die bauen Komponenten, so wie das hier, zum Beispiel einen Kolben mit einer Feder. Das heißt, dass die
unkaputtbar werden. Das heißt, die Sollbruchstellen werden entfernt. Oder hier zum Beispiel, hier haben wir eine Art NN-Hülse, die sorgt dafür, dass der Druck gehalten wird. Das ist die alte, ihr seht, sie an verschiedenen Stellen ist sie zerkratzt. Das können wir über Kompression prüfen. Und dann haben wir modifizierte mit einer Gummidichtung. Ist kein großes Drama, aber dadurch haben wir halt länger was von dem Druck. Deswegen haben wir nicht nur die Möglichkeit, euer Getriebe zu reparieren, die Mechatronik instand zu setzen und einen Service zu machen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, das zu verstärken, damit es möglichst lange hält und ihr wenig investiert in teure Reparaturen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt. Dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander.